Schöne Aussichten, wenn man hier Urlaub machen will. Das Steigenberger Hotel in Bad Wörishofen bietet viele gemütliche Plätzchen zum Relaxen. Doch da, wo die einen ihren Urlaub genießen, gibt es auch immer andere, die dort arbeiten. Dennoch ein wichtiges Wirtschaftsstandbein des Allgäus. Das Hotel- und Gaststättengewerbe kämpft beim Thema Ausbildung mit einem schlechten Image. Viele Überstunden und unpraktische Arbeitszeiten, das halten viele für ein Manko der Branche. Dass das nicht so bleibt, dafür soll die Initiative Q4U sorgen. Ja, der Ausgangspunkt war eigentlich die Allgäuer Berufsoffensive, die wir ja seit vielen Jahren schon mit der Allgäuer Zeitung zusammen und anderen Partnern machen, wo wir gesagt haben, jetzt müssen wir endlich mal was für unsere wichtige Branche, die Hotellerie und die Gastronomie tun, weil wir hier ja zwei Probleme haben. Einmal schon länger wenig Jugendliche aus dem Allgäu wollen dort eine Ausbildung machen. Und das hängt unter anderem mit dem Image der Ausbildung und des Arbeitens in der Gastronomie zu tun, Arbeitszeiten und so weiter. Und da wollen wir gegensteuern. Seit 2 Jahren gibt es die Initiative Q4U. Bis heute haben sich 31 Betriebe dazu verpflichtet, die dort aufgestellten Richtlinien einzuhalten. So hat hier jeder Auszubildende einen eigenen Paten als Ansprechpartner im eigenen Betrieb. Auch die Dienstpläne werden früher als üblich erstellt, um den Mitarbeitern eine bessere Freizeitplanung zu ermöglichen. Weil das Q in Q4U für die Qualität der Ausbildung steht, ist sie ein weiterer wichtiger Aspekt. Viele Mitglieder der Initiative trafen sich heute im Steinberger Hotel, um den Fortgang des Projekts zu besprechen und um auch von einer anderen Region zu lernen. So zum Beispiel das Projekt Glücksbringer. Die Marketingkampagne der Wirtschaftskammer Tirol will gezielt Jugendliche und ihr Umfeld für die Branche begeistern. Und mit der Strategie scheinen die Verantwortlichen gut zu fahren. Sehr gut. Also wir sind eigentlich sehr zufrieden damit. Es wird an allen Fronten, sei es bei den Lehrern, sei es bei den Schülern, bei den Eltern, auch in den Betrieben hervorragend aufgenommen. Ja, es funktioniert. Das Steigenberger Hotel beschäftigt derzeit 22 Auszubildende. Auch hier hat man sich den Grundsätzen von Q4U verschrieben, mit dem Ziel, die Qualität der Ausbildung zu verbessern. Zu sagen, okay, wir halten uns an diese Standards, wir versuchen möglichst alle diese Punkte, die wir da gemeinsam im Q4U vereinbart haben, auf hohem Niveau zu halten, damit sich das auch rumspricht, dass in diesen Betrieben eine qualitativ hochwertige Ausbildung geboten wird. Und wenn es sich rumspricht, heißt es ja auch wieder, dass dann vielleicht noch mehr Bewerbungen kommen, beziehungsweise man sucht natürlich auch immer qualitativ hochwertige Bewerber. Deshalb ist auch für das Steigenberger eine aktive Ausbildungsoffensive wichtig. Denn was nützt dem Urlauber eine schöne Bar, wenn keiner da ist, der sich um sie kümmert?